weiter geht's mit dem, mit der Schießerei hier. Oh nö, was soll denn das hier? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Bett sicher zu unserem Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit viel übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der Ort? Wo kamen der oder die ein... die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Junge, ich kann einfach nicht lesen. Genauso lief es in der Schule auch immer ab. Genau deshalb habe ich Vorlesen auch gehasst, wirklich. Ich kann einfach nicht. Bin zu blöd. Ich kann nicht lesen. Hallo? Oh Leute, ich hab so keinen Bock mehr. Das ist nicht gut. Mama mia! Bist du verrückt? Du verrücktes Huhn! Oh nein! Und noch eins und noch eins und oh, ich mach mich aus der Fliege, ich bin eine Fliege. Du Arschloch! Oh shit. Mach hier alles kaputt! Hagrid, ich hab dir nichts gemacht! Shit. Kann ich das bitte aufheben? Ah! Heb die Scheiße auf! Ah! Ah! Besiegt. Und ich hab's nicht gesehen.
Tut mir leid. Wir haben seinen dramatischen Tod leider nicht gesehen. Ich war zu beschäftigt, selber dramatisch zu sein. Okay. Tja. Ja. Na dann. Bin ich ja froh, dass wir das gemeistert haben. Oh. Wow. Alles glänzt. Oh. Ich will hier bitte bleiben, danke. Wait a minute. We're not ready. Alter, was? Einfach reich. Na dann. Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt! Okay. Na dann. Na gut. Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181.
Proband Mihai M. Merkmale. 21 männlich, Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse. Geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Dekans. Auf die Weide geschickt. Bernadette. Merkmale. 21 weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankung. Ergebnisse. Tod. Alcina. Merkmale. 44 weiblich. Nachkomme aus Adelsgeschlecht. Nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Sehr gute Kompatibilität. Keine Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Gut. Noch irgendwas? Bernadette, bist du's? Was haben wir übersehen? Was? Okay. Das war mir schon genug Geschrei hier. Und ich lasse es noch am Leben. Hey, Dude. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Danke. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Bis nächstes Mal. Gut. Na, dann haben wir ja alles, oder? Dann bin ich ja gespannt. Was?
Wohin gehen wir gerade? Come to me. Come. Komm. Komm. Ja, fein machst du das. Ja, komm her, du Strille, du. Du heißer Feger, du. Schön hierher. Ja. Dumme. Ausgenutzt habe ich dich. Hierhin. Was war das? Och, keine Sorge. Du stellst hier das Ding da drauf. Oh.
Wait a minute. Na, klasse.